Herzlich willkommen zurück bei Sherlock Holmes. Wir sind hier irgendwie bei einem Kloster gelandet und dann auch noch auf dem Friedhof. Und das nachts. Aber wir sind hier ein Detektiv und glauben nicht an das Übernatürliche. Wieso ist denn jetzt hier eigentlich T die ganze Zeit aktiv? Achso, weil ich noch mit Tastatur spiele und nicht mit Gamepad. Ich glaube, ich sollte lieber mit Gamepad spielen. Also, RB soll ich doch mal drücken. Wow. Wieso kann ich denn den sehen? Das ist ja crazy. Der Sherlock Holmes kann durch die Wand gucken. Ich glaube, das einzig Übernatürliche ist Sherlock Holmes selber hier. So, das wird jetzt also eine ganz neue Art von Minispiel. Wir werden hier so ein bisschen anscheinend Schleich-Action fahren. Auch nicht schlecht. Kann ich denn hier weiter? Ah ne, ich muss hier über die Brücke. Der hätte mich beinahe gesehen. Ich glaube, da blinkte schon sowas auf. Ah, ich verstehe. Jedes Mal, wenn ich mich bewege, ja, also ich kann hier so das drücken und sobald ich mich bewege, geht das wieder in den Normalzustand zurück. Das heißt, ich kann nur im Stillstand. Nee, das geht noch nicht. Ich muss vorbei, wenn der gerade hier ist. Würde ich mal sagen. Wer sind denn diese bösen Männer? Ihr könnt euch vielleicht erinnern, sie haben Orson Wilde. Ich wollte schon Wilde sagen. Sie haben Orson Wilde geklaut. Und wir sind hinter denen her. Beziehungsweise hinter Orson, natürlich. Und wollen hier rein. Natürlich, das war sowas von klar. Da dort hinten noch einer rumscharwenzelt, würde ich mal denken, dass wir dort lang müssen. Denn da, wo die Scharwenzler sind, ist auch ein Weg. Alte Weisheit von Orson Wilde. So, wo ist der andere Typ jetzt? Ich sehe ihn nicht. Ich kann mich also bewegen. Da hinten ist er. Also stimmungsvoll ist das ja hier, ne? Nur, leider, kann ich anscheinend als Sherlock nicht unbedingt die Typen ausschalten. Das wäre noch was, ne? Hinter die schleichen, Stein über den Kopf, Latte über den Kopf, fertig. So, mein Freund. Mal kurz gucken, wo du hingehst. Soll ich mal da lang gehen? Ach was. Hier ist ja auch noch ein Tor. Ist denn das offen? Fest verschlossen. Na, das war doch wohl das sowas von klar. So, dann gucken wir mal, dass der an uns vorbei spaziert. Dann können wir nämlich auch weiter. Hätte ich ja auch gleich hier lang gehen können. Nun gut. Es geht halt nichts über einen nächtlichen Spaziergang oder einen Scharwenzelgang. Über einen Friedhof. Oh, der kommt gleich wieder zurück, würde ich denken. Oh, und ich gehe in die falsche Richtung, würde ich denken. Okay, der geht da lang. Das heißt, wir können hier lang gehen und an ihm vorbei, hoffentlich. Ich hab was gehört. Wieso hören die mich denn? What? Wo kam der denn jetzt her? Und wieso kann ich nur so langsam gehen eigentlich? Wo bin ich denn jetzt? Wieder am Anfang? Bin ich jetzt wieder am Anfang? Ja, ich bin wieder ganz am Anfang. Aber, war nicht so schlimm. Denn wir können dann direkt den richtigen Weg einschlagen. Und müssen nicht mehr... Guck dir da die Ecke an. Aber das sind doch alles so alte Männer hier. Die müssten eigentlich viel mehr Angst haben als ich. So, fahren wir mal direkt hier weiter. So,
Ich verstehe auch nicht, warum die hier patrouillieren. Das muss mir ja auch nochmal erklärt werden, ne? Wieso ist der denn hier überhaupt? Der bleibt doch hier. Achso, nee, der geht ja weiter. Deshalb, ja, deshalb habe ich den vorher irgendwie nicht mehr auf dem Schirm gehabt, weil der natürlich noch bis um die Ecke guckt. So, da bleibt er stehen, geht zurück. Aber dass die über einen Friedhof scharwenzeln und hier patrouillieren, da fragt man sich doch, weswegen die patrouillieren. Haben die Angst, dass die Toten weglaufen, weil der Service so schlecht ist? Ich hab was gehört. Ah, shit. Kann ich denn irgendwie laufen eigentlich mal? Da bewegt sich was. Hab mich aber gerade nochmal weg. Gott sei Dank. War nix. Da sind wir aber gerade nochmal vorbei spaziert. Ach, guck mal, jetzt sind wir auf einem ganz anderen selbstbewussten Gang drauf jetzt hier. Ich laufe über einen morschen, nassen Baumstamm und es macht mir gar nichts aus. So, das ist doch mal ein Kloster hier. Da könnte ja auch Thief 3 spielen, hör mal. Klickt hier so rum. Ein Bordeaux. Hier, das ist die Kutsche, mit der sie Orson Wilde entführt haben. Oh weia. Blut. Frische Spuren. Kratzer. Panikreflex. Von wem? Na, von wem? Oh weia, oh weia. Ellenbogen kaputt. Hier gab es einen Kampf. Wilde hat sich gewehrt, aber jemand oder etwas überzeugte ihn, es sein zu lassen. Es war das Pferd! Es ist das Pferd des Todes! Nein, ich glaube nicht. Gucken wir mal den Seiteneingang. Der muss doch hier... Na, was sehen wir hier? Mit einer Pistole. Orson Wilde argumentiert anscheinend noch. Okay, ich glaube, wir kommen zum zweiten Teil des Schleichspiels. Wo es scheinbar auch schon etwas schwerer ist. Cousin schlägt sich mit Bobbys und stiehlt teures Zeug. Und was mache ich? Gott sei Dank kann ich hier hoch. Nur die Ruhe. Du darfst auch mal raus. Wann denn? Ich bin schon 2 Jahre dabei und nichts hat sich geändert. Ich weiß, Kumpel. Aber irgendwann werden wir den Boss sicher aufnehmen. Boah, hier muss man voll auf diese ganzen Sachen aufpassen, glaube ich. Weil die Lärm machen und dann die Leute alarmieren. Ich bin mir jetzt aber ehrlich gesagt nicht sicher, ob ich hier überhaupt richtig bin. Aber da komme ich ja nicht vorbei an denen. Also hier... Ah, vielleicht komme ich einfach hier runter. Hier zum Beispiel könnte ich runter. Oder halt hier, ne? Da, wo eine Leiter ist. Ist vielleicht nicht ganz verkehrt. Anstatt, dass ich wie ein nasser Sack hinunterspringe. So, dann wollen wir mal gucken, wie der hier seinen Patrouillengang macht. Und das mal schön abpassen. Mensch, ich weiß ja auch gar nicht, wie Dr. Watson, ja, hier überhaupt diese Spiele... Oh, wir haben schon wieder hier so Terror mit... Wie war das noch? Ins Menü gehen oder so? Wow, da blinkt es aber richtig krass. Alter Schwede, jetzt geht's aber volle Kanne ab hier. So, ich bin aber hier schon mal immerhin durch. Oh, weia, da ist noch ein neuer, der guckt. So, liebe Leute, ich werde mal ganz kurz versuchen, ob ich dieses Flickern wegkriege. Bis gleich.
Also es ist kurz mal besser geworden, aber leider nicht so wirklich. Wenn ich jetzt hier aufhöre, dann muss ich das alles nochmal spielen, das will ich nicht. Deshalb müsst ihr jetzt das Flickern leider aushalten. Vielleicht sterbe ich ja sowieso gleich. Also was heißt ein sterben? Ein Schlag würde die Wachen anlocken. Ich muss vorsichtig sein. Aber sowas von, hör mal. Wenn die Wachen die sowieso blind sind vor dem ganzen Flickern hier. So. Hier gibt's auch noch eine Leiter, hoffentlich. Jawohl. Ich habe keine Ahnung, was hier gerade passiert. Unreal Engine. Herzlich willkommen. Das kann ja nicht richtig sein. Aber das mit dem Anlocken war wahrscheinlich tatsächlich ein Hinweis. Ich muss wahrscheinlich hier schnell irgendwie den Typen anlocken und dann weiterlaufen. Mal gucken, ob das eine Möglichkeit ist. Jungs, habt ihr das nicht gehört? Da ist jemand. Genau, da ist jemand. Lauf! Ich glaube, wir haben ja alle Pilze gegessen. Und deshalb haben die alle Halos, die sich in hellen, bunten Blitzen bemerkbar machen. So, hoffentlich wird jetzt geladen. Ja, vielleicht sind jetzt die Blitze weg. Wir werden sehen. Es bleibt spannend. Hey, aber was? What? Das ist der mit der Hasenscharte. Lassen Sie uns verschwinden. Das ist der Attentäter. Der Bombenleger. Sauber, Orson. Gute Reaktion. Und das von einem Ami. Ganz ohne Schusswaffe. Ich bin erstaunt. Gut, dass Sie hier sind, Lestrade. Was ist passiert, Mr. Holmes? Wir kommen vom verlassenen St. Patrick's Kloster. Dort traf ich auf eine Gruppe von Banditen, die mich umbringen wollten. Schon wieder? Ich schicke unsere besten Männer los. Nun, es wird wohl niemand mehr dort sein, aber wenn Sie sich beeilen, können Sie vielleicht noch die Beute Ihrer Raubzüge finden. Verstehe. Und ich wäre Ihnen verbunden, wenn Sie Mr. Wilde hier im Auge behielten. Aber Holmes! Und nur nicht zu viel Emotion, lieber Lestrade. Das tut der Galle weh. So, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt haben wir also ihn wieder gerettet. Wilde, bitte erinnern Sie sich. Das kleinste Detail etc. Ich erinnere mich nur daran, wie die Banditen rochen, die mich entführt haben. Und dieser Jeremiah jammerte darüber, dass er für der Keil arbeitet. Sie meinen wohl der Pfeil. Na egal, Jeremiah sagte, sie sollten alle warten, bis der Keil freigelassen wird. Macht keinen Sinn, oder? Naja, wenn der Keil der Pfeil ist, schon. Gucken wir doch mal in die Hinweise. Bombenbauer, den haben wir ja inzwischen ausgeschaltet. Wildes Aussage. Laut Orson Wildes Aussage hatte Jeremiah darüber geredet, dass er für Percy der Pfeil Fleming arbeitete. So, und Percy Flemings Drohungen. Der Pfeil drohte Jeremiah damit, seine Schwester ins Bordell zu schicken. What? Die kann man jetzt wieder nicht zusammenpacken. Ach, komm schon. Orson Wilde tötete Jeremiah, als sie im Kloster auftauchten. Auch das ist eine Sache, die, könnte eigentlich damit auch irgendwie zusammenhängen. Orson Wilde und Jeremiah waren beide im Kloster. Das gehört jetzt zusammen? What? Ach, Leute. Na gut, was kommt jetzt hier raus? Die Wahrheit. Orson Wildes Aussage darüber, dass Jeremiah für Percy der Pfeil Fleming gearbeitet hat, klingt glaubwürdig. Orson Wilde lügt über Percy der Pfeil Fleming. Er hat ausgesagt, dass Jeremiah für Fleming arbeitete, um sie auf eine falsche Fährte zu locken. Also hier bleibt auf jeden Fall der Grundtenor, dass Orson Wilde weiterhin als ein Verdächtiger gilt. Immerhin, Orson Wilde tötete Jeremiah, als sie im Kloster auftauchten und beide waren im Kloster. Das heißt, sie hatten auch die Möglichkeit, irgendwas anderes zu bereden. Orson Wilde hat Jeremiah vorsätzlich getötet, als er sie im Kloster sah.
Orson Wild hat um sein Leben gefürchtet und Jeremiah in Notwehr umgebracht, was ich jetzt eher mal denken würde. Immerhin war tatsächlich Jeremiah relativ erstaunt, als er mich sah, als er Sherlock Holmes sah, aber dann wiederum... So ähnlich sehen ja nun wirklich wir beide uns nicht, ja? Also Orson Wild und Sherlock Holmes. Das Einzige, was uns auch nur im Ansatz, ja, verwechselbar machen würde, wäre der Hut gewesen, den ich noch nie auf hatte. Aber sonst hat er einen anderen Schnurres, er hat andere Haupthaar, anderes Haupthaar, ja, und generell sein Gebären ist überhaupt nicht eines Meisterdetektivs würdig. So viel steht fest. So, Percy Flemings drohende Pfeil drohte Jeremiah damit, seine Schwester ins Bordell zu schicken, und Jeremiah schuldete Percy Fleming viel Geld. So, liebe Leute, ich befürchte, wir müssen jetzt irgendwie eine Entscheidung treffen. Wir haben, glaube ich, eigentlich alle Hinweise in diesem Fall gefunden, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Das können wir nochmal nachgucken, denn unsere nächste Aufgabe lautet... Mr. Holmes, können wir gehen? Finden Sie heraus, wer hinter dem Bombenangriff steckt und Ihnen nach dem Leben trachtet. So, Sie haben alle Hinweise für diesen Fall gefunden und verarbeitet. Bitte gehen Sie in den Herleitungsbereich und ziehen Sie Ihre Schlussfolgerung. Tja. So. Also. Cole hatte ein Motiv. Fleming hatte ein Motiv. Er will sich für die lange Gefängnisstrafe und die daraus resultierenden finanziellen Probleme an ihn rächen. Wir müssen jetzt nochmal alle Hinweise, die wir gefunden haben, zusammenklauben. Also, Kontrolle. Möglicherweise hat Percy der Pfeil Fleming Jeremiah seine schmutzige Arbeit erledigen lassen, weil Jeremiah ihm viel Geld schuldet. Er hatte Jeremiah dadurch in der Hand. Jeremiah schuldet Percy der Pfeil Fleming viel Geld, das wissen wir. Das ist der Grund, warum Fleming ihm einen Drohbrief geschickt hat. Schulden oder Kontrolle? Das ist die Frage. Die Schulden würden, oder beziehungsweise der Drohbrief, der ist, glaube ich, eher, wenn ich das jetzt richtig erinnere, da müsste ich vielleicht nochmal reingucken, eine Sache gewesen, die tatsächlich ihn entlasten würde eher. Wo haben wir denn den Drohbrief? Das hier. Dass er seine Schwester ins Bordell schickt. Der Brief. Der Drohbrief. Hey, Jeremiah, ich will dich nur daran erinnern, dass wir in einer schlechten und gnadenlosen Welt leben. Vor allem für Typen, die ihre Versprechen nicht halten. Am Ende wäre es doch sehr schade, wenn jemand, der dir viel bedeutet, wie etwa deine Schwester, in einem Freudenhaus landet. Die ihre Versprechen nicht halten. Tja. Die Versprechen deutet ja eher darauf hin, dass irgendwas, also einerseits, dass es in der Vergangenheit liegt, aber andererseits, dass es nicht um Geld gegangen ist, denn, also, dann würde man sagen, seine Schulden nicht begleichen, sondern es geht um ein Versprechen. Also etwas anderes als Geld vielleicht. So. Da bin ich noch überhaupt nicht sicher. Schwierig. Das ist, ich weiß, dass viele von euch das immer total eindeutig sehen, aber wenn man hier tatsächlich sitzt und die Entscheidung fällen muss, ja, ist das manchmal, dann zweifelt man manchmal, ja, dann wird man manchmal hin und her gerissen. Meine Grundintuition wäre so, dass tatsächlich Orson Wild nicht schuldig ist. Ich glaube, dass Cole am wenigsten wahrscheinlich daran beteiligt ist. Ich glaube, dass es irgendwie diese gestohlenen Gegenstände, das schien mir relativ sinnvoll zu sein, dass der mit Geld tatsächlich, aber das ist halt auch wieder so eine Sache, dammit. Ja, wenn Jeremiah versucht, in irgendeiner Form Geld zu erwirtschaften, indem er Sachen stiehlt und die an Cole weitergibt, dann könnte es auch durchaus sein, dass er das dazu benutzt hat, um
ja, die Schulden zu begleichen. So, die Bombe, die in ihre Wohnung geworfen wurde, wurde von Jeremiah gebaut. So viel steht fest. Das heißt also, Jeremiah hat auf jeden Fall die Bombe geworfen. Jetzt ist die Frage, für wen? Und irgendwie scheint mir doch die Connection zwischen Orson Wilde und Jeremiah zu schlecht. Und ich glaube schon, dass Orson Wilde wurde tatsächlich verwechselt, auch wenn das jetzt nicht sehr logisch ist, ja. Wurde Orson Wilde verwechselt und wurde dann gekidnappt, um ihn dort ganz dem Garaus zu machen. Denn das ist der Gefallen, den Mr. Fleming einfordert. Das wäre jetzt meine Sache. Also, Orson Wilde ist ein guter Schauspieler. Die Journalisten haben nicht bemerkt, dass sie nicht mit ihnen, sondern mit Wilde sprachen. Das wäre jetzt so meine Sache. Das schien mir sehr der Fall zu sein. Dann haben wir hier Orson Wilde hat ihnen mit dem Lied geholfen, damit sie ins Green Dragon gehen und dort in eine Falle tappen. Oder Orson Wilde hat alles getan, um ihnen zu helfen. Er hat sich sogar als sie verkleidet und ist im Green Dragon aufgetaucht. Weder das eine noch das andere, würde ich sagen. Ja, ich würde einfach nur sagen, er hatte zufällig, weil er halt Ami ist, von diesem Lied gewusst. Ob er da hin... Ich würde eher sagen, er ist mir nachgestellt, ja, um weiter Recherchen vorzunehmen. Er wirkt halt wie so ein nerviger Typ, der eigentlich nichts Böses will, aber immer zur falschen Zeit am falschen Ort ist. So, und das hier ist natürlich auch so eine Sache. War das Absicht oder aus Versehen, dass Wilde unseren Analysetisch am Anfang zerstört hat? Auch den Analysetisch hat er aus Versehen zerstört. Würde jetzt das eher mal so sein. Ich muss das jetzt so machen. Orson Wilde hat Jeremiah vorsätzlich getötet, als er sie im Kloster sah. Oder er hat um sein Leben gefürchtet und Jeremiah in Notwehr umgebracht. Wäre eher meine Vermutung, ja. Vor allem, weil wir überhaupt gar keinen Hinweis haben, warum Jeremiah uns nach dem Leben, nicht Jeremiah, sondern der Orson Wilde uns nach dem Leben trachten möchte. Das einzige Motiv, ja, das er hier haben würde, wäre, dass er besessen ist von uns. Also, dass wir einen Wahnsinnigen vor uns haben. Dafür, also ich meine, er ist Theaterspieler und er lebt für seine Kunst. Davon müssen wir jetzt mal ausgehen, dass das stimmt und dass er das nicht einfach so... Ich meine, wir wurden hier auch in diese Geschichte hineingeworfen. Wir wissen gar nicht, spielt er wirklich im Theater oder kennen wir den schon lange? Anscheinend hat der seinen Besuch ja auch angekündigt. Das so schien es auf jeden Fall am Anfang, ja. Also ich werde das jetzt so entscheiden. Orson Wilde hat alles getan, um ihnen zu helfen. Das würde ich jetzt auch, das würde ich zwar nicht unterschreiben, aber um hier die, so passt hier die Angst nicht dazu noch. Orson Wilde ist ein solch fähiger Schauspieler, dass man sich nicht darüber wundern darf, wenn er bei seinen Anstrengungen, sie zu sein, in ungewöhnliche und gefährliche Situationen gerät. Das wäre jetzt so ein bisschen der Schluss, ne? Den wir ziehen würden. Orson Wildes Aussage darüber, dass Jeremiah für Percy der Pfeil Fleming gearbeitet hat, klingt glaubwürdig. Oder er lügt. Damit haben wir jetzt ja schon... So, er lügt. Deshalb würden wir jetzt hier die Wahrheit also in Richtung Fleming gehen. Kontrolle. Zack. Fleming ist schuldig. Percy, der Pfeil Fleming, hatte es auf Holmes Leben abgesehen. Er wollte nach 7 Jahren im Gefängnis und den daraus folgenden finanziellen Problemen Rache nehmen. Jeremiah war sein Komplize bei dem Mordversuch. Gnade für Percy Fleming. Percy Fleming hat Jeremiah gezwungen, die Schmutzarbeit für ihn zu erledigen. Andernfalls wollte er seine Schwester ins Bordell schicken. Der Pfeil verdient dafür eine lange Haftstrafe. Das wäre eigentlich meine... Also wer jemanden zwingt, über
Bedrohung der Familie, der Schwester zum Beispiel, in ein Bordell zu stecken, der hat sich anders verdient. Oder die andere Möglichkeit wäre natürlich Gnade für Percy Fleming. Es war Jeremiahs Idee, sie für Percy Fleming zu töten. Damit wollte er Fleming dazu bringen, ihm seine Schulden zu erlassen. Der Pfeil wurde manipuliert und sollte nicht ins Gefängnis gehen. So. Die Entscheidung ist gefallen. Alia Jacta Est. Percy Fleming, Sie werden der Verschwörung zum Mord angeklagt. Was? Sie haben Jeremiah Thorne eiskalt ausgenutzt, um sich die Hände nicht schmutzig machen zu müssen. Sie lügen. Ich sprach mit Jeremiah vor dessen Tod über die Bombe in Ihrem Auftrag und wie Sie ihm meine Entführung auftrugen. Nein, ich weiß nicht, wovon Sie da faseln. Seien Sie still. Es ist völlig klar. Ein Mordanschlag auf Mr. Holmes ist einer der schnellsten Wege an den Galgen. Das können Sie nicht tun. Ich bin unschuldig. Constable, zurück in die Zelle mit ihm. Oh, damn it. 78% der Spieler mit derselben Entscheidung. Aber tatsächlich scheint es so, dass das nicht unbedingt die richtige Entscheidung gewesen ist, wieder mal. Percy Fleming ist ein ruchloser und kaltblütiger Bandit. Er drohte Jeremiah und setzte ihn für seine eigenen Zwecke ein, darunter auch der versuchte Mord an ihnen. Sie haben sich dazu entschieden, ihn hinter Schloss und Riegel zu bringen. Tja, ob das jetzt das Richtige war oder nicht? Ich würde sagen, das ist diesmal auch wieder ein guter Anlass, darüber zu diskutieren. Ich bin gespannt, ob ihr anderer Meinung seid, ob ihr der Meinung seid, dass Orson Wilde vielleicht sogar der Böse ist. Ich glaube, Cole können wir ausschließen, oder? Würde ich jetzt mal sagen. Also da bin ich eigentlich... Also da bin ich eigentlich recht sicher. Das Einzige wäre halt jetzt, dass Orson Wilde vielleicht doch, weil die Entwickler das lustig gefunden hätten, alle Hinweise und alle Tatbestände irgendwie in Richtung Fleming weisen zu lassen und am Ende ist doch Wilde derjenige. Aber warum? Wir haben überhaupt gar kein Motiv. Nur weil er besessen ist, deshalb? Er ist doch 7 Jahre Gefängnis und finanzielle Schwierigkeiten, was ganz anderes. Ich meine, das Einzige ist, was mich so ein bisschen stört, ist, Fleming hatte keine finanziellen Schwierigkeiten mehr. Ja, er hatte zwar echt eine Zeit, aber er jetzt ja nicht mehr. Das hat mir in seiner Charakteranalyse herausgefunden, dass er tatsächlich reich gewesen ist. Entscheidung prüfen können wir hier noch. Keine Gnade für Percy Fleming, gefundene Hinweise 2020. Wenn das grün ist, heißt das, dass ich richtig liege? Ich würde sagen, ja. Wie dem auch sei, diskutiert über Orson Wilde als ein besessener, fanatischer Schauspieler, der meine Identität klauen wollte. Vielleicht. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.